Immer noch. I was a youth once. Ich war It's one of einmal the ein it's one of Teenager, the interesting auch things wenn das that schwer zu glauben young ist. people's oppression is one of the few oppressions that everyone has gone through Dass at some diese point, Jugendbewegung, and das that we ist etwas, keep das wir alles replicating it. verstehen So können. the panel that we're about to enter Und into diese is a group of folks who've Podiumsdiskussion been ist eine Gruppe fighting the von good fight Jugendlichen, and are leading die voices in harte that Arbeit struggle. machen. So this will be our first time doing a Das panel ist live like this. unsere So erste just to set everybody Live-Podiumsdiskussion. up, Also ich möchte das we're ein bisschen gonna have erklären. a little bit of attempt at production. So our Wir production team müssen is ready das for ein this. But bisschen the way this will technisch work, I'll just introduce abspielen, some of the aber folks in the so different wird das panel passieren. Ich möchte eine one by kleine one and Einleitung just bring them geben. up. Bye to you, Anna. Also jetzt geht Anna weg. Great. Super. And so I'm going to introduce the Jetzt möchte panel ich that we've die got here Teilnehmerin again, Building vorstellen. Power through Youth Organizing. So Das we have Brianna. heißt Organisationsarbeit mit Jugendlichen. Wir haben Hi, zuerst Brianna. It's so Brianna. nice to Hallo see you Brianna, es ist again. ganz schön, Hello, it's so good to see you, Daniel. dass du hier mit It's uns amazing the bist. spaces Das that, ist you super, know, how this all gets pulled together. Okay, so dass we've wir got das Vanessa. alles organisiert haben. Jetzt Come haben wir join us. Vanessa. See, just like that. Hier ist Magic. Vanessa, das ist wie sauber. Ray. Und Ray. Hi, Hallo Ray. Ray. Hello. Hallo. And then we have Dann Greta. haben wir Greta. Sweet. Hi, Hi Greta. Greta. And then we have Nikki, Und dann haben wir who will be Nikki. Sie moderating ist die this panel. Moderatorin. So Hallo. I'm going to step off, give Jetzt you a chance gehe to ich weg. introduce yourselves or say whatever, however Und you want to dann set that können up. Sie All anfangen, you. vielleicht mit einer Vorstellung, wie Sie wollen. Welcome everyone to a Willkommen panel. zu unserem Panel. Vielen Dank an alle, die arbeiten, die Veranstalter und danke für alle, die heute hier sind. Ich bin Nikki Becker, ich bin eine Klimaaktivistin aus Argentinien. Heute sprechen wir über die Macht der Jugendorganisationen, denn wir haben unser Schweiß und Blut gegeben, um Wandel herbeizuführen. Wir möchten, dass der Rest der Gesellschaft uns folgt und wir organisieren und erheben unsere Stimmen, um Dinge zu ändern. Wir haben vier wunderbare Aktivistinnen hier. Sie haben verschiedenste, kommen aus verschiedensten Ländern, verschiedene Hintergründe, aber sie alle haben eines gemeinsam. Sie sind Jugendorganisatoren. Danke, Vanessa, Ray, Greta und Brianna. Wir fangen mit der ersten Frage an, die alle beantworten werden. Und zwar, warum wurdet ihr Aktivistinnen und was motiviert euch weiterzumachen? Brianna, möchtest du anfangen oder wer dann auch immer folgen möchte? Brianna spricht. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier bei diesem Panel dabei zu sein, als junge Frau mit so vielen jungen Frauen. Es ist eine sehr gute Frage. Warum bin ich Aktivistin? Was ist meine Motivation dahinter? Als ich wusste, dass es die Klimakrise gibt und dass es Einfluss hat auf meine Inselgruppe, wusste ich, dass ich etwas dagegen tun würde. Ich komme aus einem kleinen, ich wohne auf einer kleinen Inselgruppe, Samoa, mit einer wunderbaren Kultur, tollen Menschen. Und deshalb wusste ich, dass unsere Kultur überleben musste. Das war für mich nicht verhandelbar. Sich für das Klima einzusetzen, heißt auch, sich für meine Kommune einzusetzen. Viele junge Menschen und auch viele junge Klimaaktivisten, die in solchen schwer betroffenen Kommunen leben, müssen sich dafür stark machen, denn wir haben keine andere Wahl. Denn würden wir schweigen, dann wäre das zu einem zu hohen Preis kommen. Und das ist genau das, was mich auch hier motiviert. Herzlichen Dank, Brianna. Wer möchte weitermachen? Vanessa? Yeah. Vanessa spricht. Thank you so much. Vielen Dank. I remember 2018, Im 2018, im Z Jahr 2018, so habe ich sehr viel Recherche
veranstaltet. Ich habe BWL studiert an der Uni und wusste nicht, was genau die Klimaprobleme waren, was auf dem Spiel stand bezüglich unserer Natur. Mir fiel auch auf, dass viele Menschen in meinem Land extrem der Klimakrise und deren Folgen ausgeliefert waren. Und ich wusste, dass wir einem großen Risiko entgegenlaufen, dass unser Land auf dem Spiel stand, denn die Landwirtschaft ist für uns wesentlich. Es ist die Lebensgrundlage von vielen ländlichen Kommunen in unserem Land und vielen Familien. Klimakrise ist Synonym zu Hunger, Synonym zu Aussterben und so weiter. Also es betrifft viele Lebensbereiche in meinem Land und ich wollte deswegen Aktivistin werden. Die Klimastreike und Demonstrationen in meinem Land sind inspiriert durch Greta Thunberg und was sie getan hat in Schweden. Das hat mich sehr motiviert, dasselbe in meinem Land Uganda zu machen. Was mich auch weiter motiviert, sind junge Menschen in der ganzen Welt. Sie kämpfen für die Klimagerechtigkeit und nicht nur für Klimagerechtigkeit, sondern alle Arten der Gerechtigkeit. Und das ist unglaublich zu sehen, wie sich die Jugend und die jungen Menschen so mobilisieren können und versuchen, die Macht zu gewinnen. Danke. Vielen Dank, Vanessa. Ray. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus den Philippinen. Es ist ein sehr konservatives Land. Und deshalb ist es für mich eine ganz andere Welt. Mein Traum war es, Verschiedenstes zu entdecken. Ich habe Biologie studiert an der Uni und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich noch andere Dinge entdecke durch die Biologie. Und plötzlich sah ich, dass Frauen und andere Mitglieder der Gesellschaft nicht oder Barrieren hatten und Hürden. Und Banhadi bedeutet Regenbogen in meiner Sprache. Wir sind die größte demokratische Organisation unseres Landes. Banhadi heißt unsere Gruppe. Und wir setzen uns ein für die Probleme unserer Gesellschaft. Wir merken sie oder erkennen sie auch als Teil des Problems der gesamten Gesellschaft an. Und eines dieser Probleme ist natürlich auch die Klimakrise. Wir möchten unbedingt die Klimakatastrophe vermeiden. Das ist uns ganz wichtig. Es gibt verschiedene Schichten zu dieser Klimakrise und verschiedene Aspekte. Länder, die nahe des Äquators sind, sind die Länder, die am stärksten betroffen sein werden von Anfang an von der Klimakrise. Und wir sehen schon jetzt die Auswirkungen der Klimakrise in den Regionen, in denen wir leben, mit dem steigenden Meeresspiegel und so weiter. Aber wir machen Rückschritte auch als Land, das merke ich auch. Wir hängen stark von anderen Ländern ab und Länder wie die Philippinen haben nicht Schuld an der Klimakrise, aber werden darunter am meisten leiden und wir werden auch als erstes darunter leiden. Und das ist auch ein Gespräch, das wir da haben müssen. Es geht auch um Kolonialismus. Kolonialismus betrifft uns in verschiedensten Arten und Weisen. Man hat uns dieses Problem einfach aufgehalst. Es gibt viele andere junge Menschen. Die Menschen hier oder die Leute hier in diesem Panel und weltweit, die sich für Rechte einsetzen und für die Klimagerechtigkeit. Und das ist ein Kampf, den wir weiterführen möchten. Vielen Dank, Ray. Und Greta nun zuletzt. Vielen Dank für die Einladung. Es ist wunderbar, so viele inspirierende Menschen zu sehen. Es ist eine Ehre für mich, hier zu sein. Ich komme aus einem sehr privilegierten Teil der Welt.
Wir haben pro Kopf sehr hohe Emissionen und wir werden am wenigsten darunter leiden, also unter der Klimakrise. Wenn ich, als ich aufwuchs, war die Klimakrise etwas, das sehr abgelegen von mir war. Wir waren nicht davon betroffen. Für uns existierte es nicht wirklich. Wir dachten einfach, ja, es ist kalt bei uns, ein paar Grad wärmer wäre ganz nett. Aber das war für mich nicht richtig, diese Denkweise. Einige sagten, die Klimakrise setzt unser Leben aufs Spiel, aber trotzdem machen wir einfach so weiter, wie es war. Jeder tat so, als wäre nichts falsch und jeder folgte einfach seinem Weg und änderte nichts an der Situation. Und ich konnte diese Denkweise nicht verstehen, ich konnte diese Doppelmoral nicht nachvollziehen. Ich las also mehr darüber nach und es ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe verstanden, um was es ging und das bedeutete für mich auch, dass ich jetzt was unternehmen musste. Ich konnte nicht einfach weiterleben, so wie bislang, denn ansonsten würde das ein Extreme auf uns zurückfallen. Ich hatte eine moralische Verantwortung, der ich folgen musste. Ich bin Autistin und ich wollte etwas unternehmen. Und wenn ich etwas unternehmen möchte als Autistin, dann ist es 100% oder gar nicht. Und ich stand 100% hinter meiner Idee und ich wusste, dass ich auch eine gewisse Hebelwirkung hatte. Wie ihr bereits sagtet, ich bin sehr inspiriert durch alle anderen Menschen, inspiriert von den Menschen, die diesen Kampf geführt haben, bevor ich überhaupt auf der Welt war, und Menschen, die alles daran setzen, dass andere Menschen mit an dem Strang ziehen. Und ich meine jetzt hier nicht nur das Friday for Future Movement, sondern auch alle, die zusammen kämpfen für ihre Rechte, für die Klimagerechtigkeit. Ganz besonders die an vorderster Front, die oft kämpfen gegen die Ungerechtigkeiten, und die inspirieren mich am meisten, diese Menschen. Und sie tun es wahrscheinlich auch besser mit ihrem Einsatz, als ich es je kann. Und ich wusste einfach, dass ich hatte Handlungsbedarf. Ich wollte, wenn ich älter bin, zurückschauen und zu mir sagen, ich habe alles getan, was ich konnte. Und das ist auch eine Inspiration und eine Motivation für mich. Ich hatte das Richtige getan. Man muss etwas tun. Ich finde es super, dass jeder seine eigene Inspirationsgeschichte hat. Das ist wunderbar. Und nun möchte ich einige individuelle Fragen an euch alle stellen. Und ich fange bei Vanessa an. Denn es gibt vor dem Hintergrund der Klimakrise oft Menschen, die noch nicht verstehen, was Klimagerechtigkeit ist, und Basisgerechtigkeit. Können wir darüber sprechen? Vielen Dank für die Frage. Klimagerechtigkeit und Gerechtigkeit bezüglich der Herkunft sind für mich, überschneiden sich. Wir sehen, dass diese Probleme miteinander verbunden sind, dass diese Ungerechtigkeit miteinander verbunden sind. Die Menschen, die am stärksten betroffen sind, sind die am wenigsten Schuld tragen bezüglich der Klimakrise. Und das sind Kommunen von Menschen mit Migrationshintergrund, schwarzen Menschen, indigene Menschen. Und sie müssen die Auswirkungen der Klimakrise aussitzen. Wir sind am wenigsten verantwortlich und wir haben wirklich Probleme, die Leben zu beschützen, die Lebensgrundlagen von anderen zu beschützen, die ebenso betroffen sind, die Ökosysteme zu schützen. Es gibt westliche Länder,
die immer mehr Emissionen ausstoßen, ohne Hintergedanken. Die Menschen, die an vorderster Front der Klimakrise kämpfen, sind auf den kommen in die Schlagzeilen und reden über die Probleme, die sie jetzt als solche sehen. Und meine persönliche Erfahrung ist, oder war in Davos, da war ich aus einem Foto ausgeschnitten worden. Und das war etwas, worüber ich sprechen möchte, denn jedes Mal, wenn ich darüber rede, dann fühlt es sich so an, als wäre es erst gestern gewesen. Das war das erste Mal, dass ich Rassismus entgegengebracht wurde im Kontext der Klimakrise. Und ich hinterfragte meine Präsenz bei der Konferenz, mein Aktivismus, die Arbeit, die ich tat, wofür ich stand. Und ich habe an viele Menschen zu Hause gedacht und auch Kommunen, die sich an vorderster Front einsetzen, und habe mir dann auch überlegt, dass ich wirklich bei der Pressekonferenz meine Meinung kundtun musste. Und bei der Pressekonferenz dann selbst wurde mir klar, dass meine Präsenz größer war als vorher. Ich habe darüber nachgedacht, was die Menschen in Davos tatsächlich zu sagen hatten und auch die Menschen, die so dafür gekämpft haben, sich einzusetzen. Ich möchte Klimagerechtigkeit erreichen, ohne über Rassismus nachdenken zu müssen. Schwarze oder Afrikaner oder schwarze Menschen sind die wirklich, die an der vordersten Front kämpfen. Und ihre Stimme wird nicht angehört. Man redet vielleicht über Lösungsansätze bezüglich der Klimakrise. Aber in dieser Lösung gibt es Ungerechtigkeiten. Das sind Lösungen, die nicht für alle passend sind, nicht für alle Kommunen gleichmäßig abgestimmt sind. Und ich glaube, dass wir die Dekolonisierung vornehmen müssen. Wir müssen in der Klimakrise und die Handlung gegen der Klimakrise alle Stimmen mit einbeziehen. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und jede Geschichte hat einen Lösungsansatz zu bieten. Und die einzige Möglichkeit, wie wir Gerechtigkeit erreichen können, ist, jeden zu respektieren in diesem Prozess, jede Kommune mit einzubeziehen und zu respektieren, egal woher die kommen, welche Sprache sie sprechen und so weiter. Wir alle müssen zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Das sind die betroffensten Gebiete. Wir müssen sicherstellen, dass alle betroffenen Gebiete gerecht behandelt werden. Thank you, Vanessa. Vielen Dank, Vanessa. Viele denken, dass bei der Klimakrise es um Klimagerechtigkeit, dass alle gleich behandelt werden. Aber dem ist nicht immer so. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich ihr euch als Aktivisten in eurem Land fühlt. Was sind die Besonderheiten in eurem Land? Die Dolmetscherin hört die Frage nicht. Die Dolmetscherin hört die Frage nach wie vor nicht. Es scheint technische Probleme zu geben. Nikki, we missed a little bit of what you said. Nikki, so can you just ask that question just once more, so der everyone Redner can kam zurück und sagte, dass Thanks. Die Information nicht ankam von der Moderatorin. I want to ask Ray, ich wollte Ray fragen, wie es sich anfühlt, eine Aktivistin zu sein auf den Philippinen. All right.
Ich wollte mich, ich wollte klarstellen, dass es in den, auf den Philippinen einen Bürgerkrieg gibt. Und vor 53, seit 53 Jahren tobt dieser Bürgerkrieg. Warum? Nun, wir sind die Aktivisten an vorderster Front. Und es liegt daran, dass die Regierung es nicht geschafft hat, diese bewaffnete Revolution, die im Land tobt, zu beenden. Jeder Regimekritiker wurde kriminalisiert, besonders Frauen mit meinem Hintergrund. Die Regierung möchte oder sagt, ja, wir werden die indigenen Menschen gerecht behandeln und eine Klimakrise verhindern. Aber ich sehe da kein Ende in Sicht. Menschen werden wie Terroristen behandelt. Das sieht man jetzt in den Philippinen. Wenn man das Regime kritisiert, dann geht die Regierung davon aus, dass man selbst ein bewaffneter Revolutionär ist. Und das hat tatsächliche Auswirkungen, sehr negative Auswirkungen auf das Leben vieler Menschen. Viele Aktivisten kamen ums Leben, wurden getötet, die vorher Teil der kommunistischen Partei waren. Und das ist genau das Problem. Ich habe Gewalt selbst miterlebt. Letztes Jahr haben wir eine Demonstration organisiert. Und weil wir Gerechtigkeit wollten, von seitens der Gerechtigkeit, wurden wir festgenommen. 19 andere Mitglieder der LGBT-Community wurden geschlagen. Und ich war im Gefängnis, nur weil ich meine Meinung geäußert hatte. Während der Festnahme wurde ich missbraucht auf verschiedene Arten und Weisen. Ich wurde missbraucht aufgrund meines Geschlechts und meiner sexuellen Orientierung. Das ist vielleicht etwas, was die Menschen nicht hören möchten, aber es ist die Realität, die der Philippinen, und es ist auch die Realität von vielen anderen Aktivisten, ganz besonders die Aktivisten, die kritisch sind, vor allem in Gesellschaften wie der philippinischen Gesellschaften. Es ist ein strukturelles Problem. Ich habe Freunde und Aktivisten, die indigene Menschen oder Personen sind, und das Land, das ihren das ihnen gehört, wird zerstört werden durch die Klimakrise. Das ist Land, das seit vielen Generationen den indigenen Menschen gehört. Und sie werden, und die Aktivisten leiden, einfach weil sie ihre Meinung äußern. Man fühlt sich kriminalisiert, weil man seine Meinung sagt. Aber das ist kein Grund für uns, nicht weiter zu kämpfen. Wir werden weiterkämpfen, wir werden versuchen, Verknüpfungen und Vernetzungen vorzunehmen zu anderen Gemeinschaften. Wir werden Demonstrationen organisieren und wir werden nicht aufhören, um weiter für die Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Wir wollen Gerechtigkeit für uns als Menschen, für unsere Erbe, unser kulturelles und die Menschen allgemein. Und das ist einfach noch mal ein kurzer Einblick, wie es ist, auf den Philippinen zu leben. Aber wie gesagt, wir hören nicht auf zu kämpfen. Wir hören so viele Geschichten von so vielen Menschen in anderen Ländern, die sich einsetzen für dasselbe. Und das gibt uns die Kraft, weiterzumachen. Thank you, Ray. I hope my Wi-Fi is working. Ich hoffe, dass meine Verbindung besser ist. Entschuldigung. Ich hoffe, dass Sie das alles Brianna, hören können. Jetzt, Brianna, du kommst aus Samoa. Die Insel liegt ganz nah und liegt eigentlich am Meer. Deswegen hast du die Auswirkungen schon gesehen. Was sehen Sie als
der Einfluss von den kleinen Gemeinschaften bei dieser Bewegung? Vielen Dank, Niki. Das ist eine gute Frage. Wir haben viel von den Inseln lernen, in den indigenen Gemeinschaften auch. Die Nachhaltigkeit ist nicht etwas, das ein Ziel sein sollte. Das ist etwas, das wir wiederfinden müssen. Wir sprechen über Nava, das heißt, we believe that there is a space Raum between human zwischen, and human, also and there's also a space Menschen between human and nature. Zwischen den and Menschen und der Natur. We don't see this space as being empty. Dieser Raum we ist actually kein see leerer it as Raum. Something das ist that ein, connects us. Eine Verbindung eigentlich. And so there's something that we hear often in Samoan culture, which is it's in der samoanischen Kultur hören wir auch, dass wir diese Verbindung pflegen müssen. It can also mean we must tend das bedeutet to the auch, relationship. Dass wir we believe diese that Beziehung in the climate, the climate auch. Crisis is a result of people exploiting this va or this space eine between Auswirkung human and nature. Der and now there's much Raum, overdue tending to do between us. Und wir and so for Raum indigenous people, wir haben das seit we know gemacht. How to live in harmony with nature Menschen because we've been doing wissen, it for centuries on this planet. And so, in harmony you know, when lebt. People say, humans don't Menschen deserve sagen, this planet. I disagree because I feel like my village deserves this planet. I feel like so many aber indigenous glaube, communities deserve this planet because we've lived harmoniously with Erde it for verdienen. Centuries. Und wir haben das and so, seit Jahrhunderten indigenous gemacht. People not only die indigenen deserve Menschen to have verdienen this earth nicht this nur on, die Erde, but we also deserve to sondern have auch a voice verdienen when it comes to solutions, und because müssen wir eine I can guarantee you that bei there are so many solutions haben. Within our cultures, just wir like I know that there's so many Lösungen solutions within den this va that Samoan people know how to tend to. Diese and so va I believe that we need to start acknowledging glaube, this and start learning müssen. From more communities who are on the front lines because we are not just victims, but we're actually the carriers of sehen. A lot of the solutions wir verstehen, we need for this crisis. Wir brauchen für die Krise. Thank you, Brianna. Vielen Dank, Brianna. And Greta, to end this eine Frage für Greta. Questions, I would like to ask you, what is the best way, was or at least und what wie is your opinion können of the wir to build a more just world, eine what do you think gerechtere are the Welt bauen. Facing was the sind die Herausforderungen der Aktivisten dieses Jahr? Wie die anderen gesagt world, haben, we need to wenn wir eine gerechtere Welt haben wollen, müssen wir mit den Menschen sprechen, die am meisten betroffen sind, die am meisten unter Unterdrückung stehen. Und wir müssen eine neue Perspektive haben, nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit der Natur. Wenn wir das machen, werden wir dazu fähig, Veränderungen vorzunehmen. Aber wir müssen zuerst unsere Perspektive ändern. Eine apart from the obvious one that we can't gather in large crowds. Zum Beispiel, gerade wegen der Pandemie können wir keine große Menschengruppen haben. Faces this und das year ist that, eine Herausforderung für die Klimabewegung. Now, countries and companies Länder are making und like Unternehmen pledges and climate commitments haben that sound really good, Pflichte but the devil is always in the Ziele details. Gesetzt, aber like, yeah, they can nicht so, say sie sehen gut aus, aber zero sie sind eigentlich nicht so ehrgeizig. Sie sprechen I mean, über das Jahr 2020. So und sie können das einfach machen, weil das Bewusstsein nicht genau da ist. Die Menschen wissen nicht, kind of welche Regelungen es gibt, welche Gesetze sie setzen wollen. I mean, und and of course you can say that our targets are in line with the Paris Agreement. Our targets are in sie line sagen, with what science says needs to be done to stay below 1.5. And the reason why we can say that is because we can cheat. And we can und sie sagen like, include das, and exclude lots prüfen. Of things. Like we can make these targets depending sie on the scale, negative emissions, technologies, and so on. Sprechen so, und dass wir das und das and erreichen of course, wollen. The general narrative is that now things are happening. The US and the EU is leading. Wir gerade, they have committed themselves to net zero. China has committed itself to climate neutrality and so on.
and the media, of course, goes along with das steht so in den Nachrichten. Aber and so I think the biggest challenge genau, will be to call that out Realität in a, and to spread awareness. Wir müssen and of die Aufmerksamkeit erhöhen, sodass wir people, das ganz prüfen können. Realize that this is a marathon, not a sprint. Wir müssen sehen, dass wir gerade einen Marathon durchlaufen. Das ist keinen kurzfristigen Kampf. So as this one. Diese Krise ist sehr kompliziert. Wir brauchen keine schnelle Lösungen. Wir müssen große Veränderungen des Systems vornehmen. Yes, they are better than nothing, but we es cannot ist schon satisfy, gut, dass wir satisfied Ziele with something setzen, just because it's better das than reicht nothing. Nicht. Because wir this müssen is a matter of life and death finden, for so for weil too many people. Wir zwischen Leben und Tod so I think arbeiten that will be und das the ist ganz wichtig, das ist unsere große Herausforderung, to keep the momentum going sodass wir unsere Bewegung get tired and say like, oh, well, weiter we've been doing wachsen können. This for so long. Can't we just wir müssen nicht settle this for sagen, now? Can't we just wir say sind müde, wir wollen jetzt aufgeben, okay, wir haben Ziele für das Jahr 2050, das reicht. To keep the momentum nein, das going, reicht to nicht. Keep, wir müssen weiterkämpfen. Thank you, Greta. Vielen Dank, Greta. This, question, can we, eine Frage can we answer by anyone für who alle to? Jetzt. We already talked a little bit about it, wir but haben schon I want to know ein bisschen darüber gesprochen, what are the challenges that you face aber ich möchte as a young mehr activist. Über Ihre Herausforderungen als junge Aktivistin hören. Wer will schon anfangen? Brianna, maybe? Brianna, vielleicht? Brianna, okay. Yeah, oh. Bitte. For me, I find the most challenging thing is trying to explain to people how intersectional this crisis is. And I think so many of the previous panelists have mentioned this. Climate change is a byproduct of capitalism and colonization. And we know this to be true. There is no achieving climate justice without facing the cause and acknowledging the black, indigenous and people of color communities that face its consequences to a further extent. And so as climate activists, we need to not only acknowledge this, but work on the intersectional ties of this crisis. Because we all know that in order to solve it, we wenn must dismantle the whole system in which das ganze system it was abbauen. Built on. And a lot of the time, this gets left out of the conversation, but we must always remind ourselves that climate justice is indigenous justice, it's racial justice, it's gender justice, it's LGBTQI plus justice, it's people of color, all of the justices within this broken system that must come into place in order for us to say that climate justice is true. Neu denken, sodass wir ein gerechteres System haben können. Thank you, Brianna. Vanessa, do you vielen Dank, Brianna. Vanessa? Well, thank you. Vielen Dank. There's been quite a number of challenges. Wir haben schon viele Herausforderungen gesehen. Activism in my country, seit ich it's angefangen very habe, easy to, war es you know, nicht so einfach, very, etwas zu organisieren oder große Streiks to zu organisieren. Students and different people, wir wollten das mit Studenten und permits, mit vielen Menschen machen, aber das war schwierig. Insbesondere wenn man keine Organisation hat, so um das zu schaffen. That was one of the challenges das ist that, eine Herausforderung, my activism. Die ich and sehe. The thing I really remember, of course, noch etwas, activism comes with so ist das much Aktivismus negativity from different people als online, etwas Negatives in person. Angesehen wird. Yeah, those are also challenges that das I'm ist auch eine Herausforderung. By myself alone, but also das ist nicht nur etwas für mich. Das ist etwas für alle Aktivisten, das eine große Herausforderung ist. Maybe to talk about, the challenges wir können auch darüber sprechen, the activists that welche Herausforderungen have really faced die ich in der Vergangenheit gesehen habe. Some of them getting arrested and Menschen werden festgenommen, that is really, Aktivisten challenging werden festgenommen for them and also und das ist for eine große Herausforderung für uns alle. Makes our activism a very hard das thing to do, macht der Aktivismus ganz schwer. Worry about what could man macht sich Sorgen next. Über, was passiert and danach. The other challenge has been really eine talking weitere to people, Herausforderung
ist, wie man mit den Menschen spricht. When we would do community reach out Oft, to speak als wir in to den Gemeinschaften gearbeitet Uganda, haben, you get hier in Uganda like, zum Beispiel, what am I going hören to gain wir, from this? Aber How much are you was going to pay me? Bekomme ich, wenn ich das mache? If werde you're ich bezahlt? Me to stop doing this, are you going to feed my family? Wenn ich das mache, so, bekomme ich Lebensmittel kind of für meine Familie? Das ist eine Herausforderung, you know, sodass wir die Menschen engagieren können. Die Menschen reasons, wollen das nicht machen, wenn sie keine Vorteile sehen. Ich verstehe das. Sie haben ein schweres also Leben und ich verstehe das. Many people would say, why aren't you maybe fighting viele Menschen sagen, to end poverty, warum kämpfen sie poverty. Nicht gegen Armut? So those were some of the challenges das that war I eine faced, Herausforderung für mich. That I faced as an activist. But what I can say was is ich darüber sagen kann, if, ist, dass if I'm fighting for wenn ich climate justice, für die Klimagerechtigkeit that kämpfe, fighting to eradicate mache ich das, poverty as well, weil ich auch gegen as, Armut kämpfen will. I have seen, we've seen how climate change ich habe gesehen, wie Klimawandel die Armut eigentlich unterstützt. Sie verlieren ganz viel. Sie verlieren ihr Zuhause, ihre Ämter. Ich kämpfe auch für Gleichstellung und für Gerechtigkeit für alle. Wir müssen verstehen, dass alle diese Dinge miteinander verbunden sind. Das ist eine Herausforderung, das zu zeigen. Als Aktivistin weiß ich, wie wichtig das ist und ich verstehe das. Thank you, vielen Dank, Vanessa. Entschuldigung. Die letzte Frage ist für alle. Wenn wir die Geschichte dieser Veränderungen ansehen, haben Sie schon vieles dabei erlebt und warum arbeiten Sie als Aktivistin? Greta? Sure. Gerne. I'm not surprised. Das ist keine Überraschung that's für mich. Something, I think that comes quite natural. Das ist etwas, das immer vorkommt. Die jungen Menschen wollen eine bessere Welt haben, eine bessere Welt für die nächste Generation. Sie müssen das machen, um die Lage zu verbessern. Das kommt ganz natürlich vor. Die Jugendlichen sagen nicht, wir wollen Veränderungen vornehmen, weil es immer so passiert ist. An empty book, so to speak. Wir haben ein leeres Buch, sozusagen. Wir haben keine Vorurteile. Wir haben die Erwartungen der Weltsicht. Wir denken nicht so, dass wir die Welt immer so gehabt haben. Manchmal sagen die Erwachsenen etwas so, sodass wir keine Veränderungen vornehmen können. Die Jugendlichen machen sich keine großen Sorgen über den Sozialstatus, weil wir das neu denken wollen. Wir haben keine Angst, etwas zu verlieren. Wir können ganz viel verlieren, weil die Zukunft auf dem Spiel steht. Aber wir haben auch nicht so viel, dass wir verlieren könnten. Und die Klimakrise ist etwas, das die Jugendlichen ganz schwer treffen wird. Und das ist ungerecht für uns. Wir wollen das verbessern, weil wir davon betroffen werden. Ray, bitte. Gerne. Ich stimme dazu, was Greta gesagt hat. Die Geschichte jeder Gesellschaft sagt uns, dass wir und die Jugendlichen immer die Menschen sind, die etwas ändern. Deswegen
haben wir sehr oft gehört, dass Aktivismus etwas Schlechtes ist, dass es negativ ist, dass wir so idealistisch sind. Aber das Problem steht nicht darin, dass die Jugendlichen eine bessere Welt haben wollen. Es ist, dass wir das so oft gehört haben, dass das System ist so und wir sollten das einfach annehmen. Aber das System funktioniert nicht. Wir sind die Gruppe, die lebendig ist und wir können etwas machen. Wir haben Träume. Das ist nötig für eine soziale Veränderung. Ob das bedeutet, dass wir für Rechte die LGBTQ-Gemeinschaft kämpfen, weil wir so viele Veränderungen vornehmen müssen. Und die andere Krise auch, die Klimakrise. Natürlich wollen die Jugendlichen diese Welt verbessern, weil die Welt brennt. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns alle. Wir kommen aus verschiedenen Gemeinschaften. Es gibt Jugendliche in den Städten. Es gibt junge Frauen. Es gibt junge Menschen überall. Deswegen müssen wir Verbindungen finden. Wir müssen sehen, dass wir das gleiche System ändern wollen. Zusammen können wir das machen. Deswegen spielen wir eine große Rolle bei diesen Veränderungen. Vielen Dank, Ray. Wir haben nur noch wenig Zeit. Ich möchte aber auch noch Briannas Meinung hören. Ich bin absolut einverstanden mit dem, was schon gesagt wurde. Die jungen Menschen haben eine Art und Weise, die Welt wahrzunehmen und in die Zukunft zu sehen. Wir sind auf einer Reise als junge Menschen. Wir haben sehr viel Optimismus inne. Und wir brauchen die Welt braucht diesen Optimismus der jungen Menschen. Und deshalb sind Jungorganisatoren und junge Menschen auch die, die an vorderster Front kämpfen, wenn es um diese Weltbewegungen geht. Wir haben nämlich die Leidenschaft und die Hoffnung und die Träume, die auch Ray angesprochen hat, die radikal sind und nötig sind, um tatsächlich einen Wandel herbeizuführen. Danke, Brianna. Und Vanessa, was ist deine Meinung? Wenn man sich in einem brennenden Haus befindet, tut man alles, um aus dem Haus zu entkommen. Und für die Jungen ist das ganz verstörend. Die Klimakrise ist Realität und alle Staats- und Regierungschefs tun nichts dagegen, um diese Krise abzubremsen. Und das verletzt mich. Nutzpflanzen, Ackerland, Familien werden vertrieben. Nicht jeder hat Zugang zu Trinkwasser und auch die Artenvielfalt geht zurück. Und das aufgrund der Regierungen und die Taten und die Handhabung unserer Staats- und Regierungschefs. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft, um die Art der Zukunft, die uns erwartet. Die Menschen kämpfen für die Zukunft, aber man muss auch verstehen, dass jetzt die Lage für viele Menschen absolut katastrophal ist, beängstigend und gefährlich. Und ich habe jetzt schon Angst. Was denken Sie, was ich über die Zukunft denken soll? Und ich glaube, das genau ist der Antrieb für junge Menschen, Gerechtigkeit zu verlangen. Denn gerade jetzt, in der aktuellen Lage, sehen wir bereits Gefahren.
Und wir hoffen einfach nur, und dass die Zukunft schön wird. Aber wir haben uns Sorgen. Man kann nicht einfach von Zerstörung zu Frieden von einem Tag auf den anderen schalten. Wenn wir also Zerstörung sehen, dann müssen wir alles tun, alles in unserer Macht Stehende, um eine bessere Zukunft zu bauen. Wir brauchen eine nachhaltige, gesunde und gerechte Zukunft für alle. Vielen Dank. Der Ton ist schlecht, die Dolmetscherin hört nichts. Die Rednerin sagt, dass es Schluss ist mit leeren Versprechungen und dass jetzt gehandelt werden muss. Die Dolmetscherin hört nichts. Die Dolmetscherin hört die Frage leider nicht. Die Dolmetscherin hört die Frage nicht. Der Moderator kommt zurück. Nikki. Der Moderator erklärt, das Problem ist, dass das Wi-Fi nicht ausreichend ist. Es wird nochmal neu versucht. Wie gesagt, wir möchten keine leeren Versprechungen mehr. Wir möchten jetzt Handlungen sehen. Es gibt verschiedenste Dinge, die man unternehmen kann. Erstens, wir können tweeten oder auf der Instagram-Story etwas über dieses Panel veröffentlichen, beispielsweise mit No More Empty Promises, also keine leeren Versprechungen mehr, oder auch die Fridays for Future-Bewegung beitreten. Man kann auch eine Bewegung unterstützen, die nicht im eigenen Land stattfindet. Man kann auch finanzielle Unterstützung bieten. Und wir haben alle Links, die Sie brauchen, um im Chat, um zu wissen, was Sie für eine Handhabung haben und was Sie unternehmen können. Die Dolmetscherin hört die Frage sehr schlecht. Die Rednerin sagt, dass man etwas unternehmen kann, dass man entsprechend die Informationen. On the left of your screen, on the gathering online space. And great. Well, so I want to say thank you to this amazing panel. It was really, really amazing. And I will let Daniel and Anna explain what is next. Jetzt erklärt Daniel und Anne, was wir am nächsten machen. Great. So I just super. Want to say thank you, vielen Dank. And maybe I'll just repeat again, vielen Dank an alle. Ich möchte wiederholen, was Nikki gerade gesagt hat, weil again, wir das verpasst screen, haben. Hier unten sehen Sie ein paar Aufrufe so zum Handeln, sodass Sie das auch machen können. Wir haben auch einen Hashtag für Twitter, Hashtag No More Empty Promises, und mit einem Tag Fridays for Future. Und Sie können auch auf Twitter einen Aktivist oder eine Aktivistin aus einem anderen Kontinent folgen. Wir wollen diese Arbeit weitermachen. Sie können auf der Website justrecoverygathering.org gehen, um mehr Informationen zu finden. Noch etwas, das wir... Yeah, we had one more action. Es gibt noch etwas, was ich erwähnen möchte. Die Dolmetscherin hört die Sprecherin nicht. Der Moderator kommt zurück. Leider hört die Dolmetscherin die Rednerin nicht. Just recovery for all. Just recovery for all. Yeah. Ist können Sie an die E-Mail-Adresse schicken,
die Sie unten eingeblendet sehen. Ich werde nun diese Diskussionsrunde abschließen. Ich möchte mich herzlich bedanken für alle Teilnehmerinnen, bei allen Teilnehmerinnen. Niki, ich und Anna, wir versuchen, einen globalen Banner ins Leben zu rufen, also einen Schriftzug. Wir möchten akzeptieren, wie die Situation ist. Wir akzeptieren das herkömmliche Status quo. Aber wir möchten eine klare Botschaft senden, wer wir sind, und auch ganz klar damit sagen, dass wir an alle glauben und dass wir weiterkämpfen. Wir möchten also einen Schriftzug damit zusammensetzen. Sie sehen das hier auf dem Foto. Sie suchen sich einen Buchstaben aus und machen ein Foto. Hier gibt es ein weiteres Beispiel eines solchen Schriftzuges. Da steht, stoppen wir die Finanzierung von Klimakriminellen. Man nimmt also diesen Buchstaben. Es ist egal, ich habe das einfach mal so hingezeichnet. Es muss nicht wunderschön aussehen. Anna sagt, es ist sehr schön. Danke, Anna. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Oder das Wenigste versucht, das Mindeste versucht. Nun versuchen wir also, einen Buchstaben zu schreiben und in einem Foto als eine E-Mail schicken. Das ist unten, diese E-Mail ist unten eingeblendet. Nun ist sie eingeblendet. photos@350.org. So. Jetzt machen wir ein Foto, schicken ein E-Mail. Niki hat ein U geschrieben, sehr gut. Anna macht nicht mit, aber das S ist in ihrem Herzen, nicht auf Papier, aber im Herzen. Wie gesagt, ich bin sehr müde und ich setze mich dann später dafür ein. Niki, wir haben viel zu tun, es gibt keine Ausreden. Richtig. Wir möchten nicht einfach nur herumsitzen und nichts tun. Wir wollen, sondern tatsächlich etwas unternehmen. Also wir wollen, wie gesagt, unsere Solidarität zeigen, indem wir gemeinsam Handlungen vornehmen. Wir haben verschiedenste Workshops oder auch Austauschplattformen. Und wir haben auch ein Team, das all diese Fotos dann machen wird und das Ganze dann in einen Schriftzug verwandeln wird. Also bitte tut das alle. Jetzt sofort vielleicht am besten. Es ist schnell erledigt. Mit einem Buchstaben. Und wir möchten Just Recovery for All dann auch als einen Schriftzug erreichen. Anna, ich habe mich im letzten oder im September vor 2 Jahren an die Demonstration erinnert. Das war eine Demonstration, an der viele Menschen mitgemacht haben und auch gesagt haben, wie inspirierend es war. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben euch inspiriert und euch Hoffnung gegeben. Warum kommt ihr dann nicht zur Demonstration oder warum tut ihr nicht etwas? Es ist ganz wichtig, natürlich jetzt hier auch Inspiration und Hoffnung durch dieses Panel zu erhalten, aber auch sich zu überlegen, was kann ich jetzt konkret unternehmen? Weil alleine Inspiration macht keinen Unterschied. Deshalb, ich will hier niemanden kritisieren, aber bitte tut auch was, unternehmt etwas. Ja, keine Luftschlösser mehr bauen, sondern etwas unternehmen. Okay. Ich möchte noch sagen oder unterstreichen, dass was in meinem Kopf oder in meinen Gedanken bleibt, ist, dass es ganz wichtig ist, nur kleine Schritte zu machen, sondern auch zu sehen, welche umfangreichen strukturellen Veränderungen wir vornehmen möchten. Und es ist wichtig, dass wir eine Basisbewegung erstellen. Und das können wir nur, indem wir Geschichten einander erzählen und uns gegenseitig ermutigen. Wir haben wunderbare Workshops zu diesem Thema.
zum Beispiel auch von Bürgerinnen und Bürgern aus den USA, wie sie durch Bürgerbewegungen dort etwas erreicht haben, wie wir anderen Menschen helfen konnten, ihren eigenen Mut zu fassen und somit wirklich auf einen großflächigen strukturellen Wandel herbeiführen konnten. Weil es geht hier nicht nur um Worte, sondern auch eben um Taten. Es geht nicht darum, dass wir uns ein gutes Gewissen kaufen, sondern etwas gegen das Problem unternehmen. Nun kommen die nächsten Workshops. Anna erklärt uns, wie das geht. Links, und ich zeige jetzt nicht dahin, weil ich kann das nicht. Irgendwo links, oder Daniel ist mein wunderbarer Assistent. Dort können Sie draufklicken, links, auf diese Sessions. Und dort können Sie auswählen, welche der Workshops Sie besuchen möchten. Viele haben gefragt, ob es Überschneidungen gibt verschiedenster Sessions. Aber die Cultural Sessions überschneiden sich nicht. Und wir versuchen, alle anderen Sessions tatsächlich aufzunehmen. Aber wir brauchen natürlich die Zusage aller Teilnehmenden. Und dann werden wir das veröffentlichen und hochstellen auf unserer Webseite. Ich muss jetzt aber schlafen. Ich bin total müde. Und auch Niki wird wahrscheinlich schlafen wollen. Genau. Wunderbar. Die Sessions sind nun hiermit eröffnet. Vielen Dank, Niki. Vielen Dank an alle Teilnehmenden. Alle Diskussionsrunden haben großartigen Beitrag geleistet. Es war ein toller Erfahrungsaustausch. Ich habe so viele neue Inputs bekommen. Ich bedanke mich bei allen. Danke für alle, die zugehört haben. Es wird ebenfalls alles aufgenommen und abgespielt. Vielen Dank. Danke, Niki. Danke, wir sehen uns bald. Tschüss, danke.